Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir mit etwas kleinen Schwierigkeiten Wechseln erledigt. Und jetzt machen wir uns auf zu Malusha, welcher vielleicht nicht so schwer wird. Der hat nicht so gefährliche Angriffe, das ist das Gute bei dem. Und ja, ich mache jetzt einen auf Malusha, wenn er irgendwie hinter einen so ist. Und ja. Der Kampf beginnt natürlich wieder mit 99 Zählern. Also wieder. Letztes Mal war, glaube ich, 60 oder so. Jetzt bin ich Level 99. Das heißt, ich kann mich 99 mal treffen lassen. Und ja. Das ist jetzt nicht so schwer. Vor allem, wenn man sich die Zähler wieder zurückholen kann. Ich stelle mir den Kampf jetzt nicht so schwer vor. Mal schauen. Ja, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Um das irgendwie zu zeigen. Das wäre sehr super von euch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Boah. Oh ja, in den Kampf. Ich habe wieder das Übliche ausgerüstet. Ich brauche beständige Vision. Ich bin mal kurz zum Mogi-Shop hingedüst oder geflogen. Und ich brauche 3 beständige Visionen. Ich glaube, das hinterlassen auch einige Leute hier. Mal gucken, wer. Dann muss ich die noch haben. Dann kann ich mir ein paar Mal Vollblüter einsetzen. Dann dauert es, weiß ich nicht, nur noch ein paar Sekunden, bis ich Ultima wieder, also nicht Ultima aufhebe, aber meine MP wieder aufladen. Dann kann ich mich öfter heilen. Das am Ende zu haben könnte nicht schlecht sein. Jetzt steht da 1. Was? Ah, der Angriff, den kann ich nicht aus, den kann ich ausweichen. Aua. Und der Angriff zieht ja auch nichts mehr ab. Der hat irgendwie die Hälfte der AP oder so abgezogen früher. Boah. Eigentlich muss ich nur das immer abwehren. Oder ihn so angreifen. So, wie oft kann ich dich? Okay. Ja. Das ist auch tricky, wenn man. Hi. Gib mal meine 5 Punkte wieder, die ich verloren habe. Ja, der wird nicht schwer, das weiß ich. Nein, ich krieg keinen. Aber wenn ich nicht rechtzeitig da Stehaufmännchen einsetze, dann. Ja, dann macht er unendlich mal. Wortwörtlich unendlich mal. Oh, der Kampf, der ist jetzt nicht schwer, glaube ich nicht. Der hat mich jetzt hier beschäftigt, wenn die Kreise da am Boden sind. Und abwehren. Da. Komm her. Ich will den Angriff machen. Hi. Schlagabtausch. Ja, ich soll vielleicht nicht das machen. Oh, diesmal konnte ich. Ah, ich weiß, dass das jetzt immer danach kommt. Oh, ich habe jetzt schon die Hälfte abgezogen. Und früher konnte ich ja nicht fliegen, deswegen konnte ich den Angriff, glaube ich, nie ausweichen, oder? Was machst du da? Oh nein. Jetzt weiß ich auch, ob ich diesen Angriff nie ausweichen konnte. Ah, jetzt kommt der Angriff. Noch. Komm. Legt ihr ihn ja so halb tot am Boden, ey. Tut das so, als wäre der Kampf schwer. Schade, so klappt das nicht. So, der Angriff ist auch ein bisschen nervig, aber ich kann jetzt fliegen. Oh Gott, er teleportiert dahin, wo ich hinfliege. Warte mal, zieht das Punkt ab? Solange ich mich nicht wie ein Idiot die ganze Zeit treffen lasse, dürfte halt eigentlich kein Problem sein hier. Ah. Naja. Aber der macht gar nicht mehr diesen einen Angriff, ne? Wenn ich die Punkte zurückholen kann, das ist vielleicht das Problem hier. Okay, von dem Angriff kann ich getroffen werden. Das ist schön zu wissen. Ich dachte, ich kann ja Schaden machen. Upsa, du warst doch gerade da. Ja.
Ah, komm schon. Man kann ich den mal wieder angreifen. Da kann ich ihn jetzt angreifen. Alter! Waren ein paar zu viele Angriffe, findest du nicht? Ich weiß nicht, wann ich ihn angreifen kann. Oh, da gibt's da jetzt nicht. Schon wieder treffen lassen. Ja, ich glaube, da wird irgendwie ein Kampf mit dem Countdown, ja. So, den letzten Angriff kann ich nicht ausweichen damit, also muss ich irgendwann gucken. Solange ich ihn ein paar Mal so treffe. Autsch. Weg. Ich will nicht. Naja. Oh, ich bin am Blocken, Mann. Ja, da war ich nicht am Blocken. Hätte ich einfach da durch teleportiert. Ja, ich weiß. Ja. Könnte vielleicht funktionieren. So, halt an, halt an, halt an. Sobald ich ihn angegriffen habe, ist der dunkel, ist der Ort wieder hell geworden. Ey. Sehr geil. Ja, aber sehr gut. Dass wir den Angriff ausweichen. Mal schauen. Da könnte es gewesen sein. Nee. Doch. Das ist auch ein Kombo-Abschuss-Angriff. Sehr geil. Ah. Was ist denn da am Drehen? Ach, Goofy. Hab mir gedacht, was ist denn das für ein Schatten? Aus wie irgendwie Sykes Schwert, das Claymore, so heißt das, glaube ich, ne? Ja, okay, sag ich doch, ist nicht schwer. Flüchtige Version, ja, davon habe ich jetzt schon genug. Ihr könnt mir mal andere Sachen hinterlassen. Ich glaube, die hinterlassen alle irgendwie die, obwohl, ne, hinterlassen alles die Charaktere, die aus dem Castle Oblivion sind, ne? So, wen haben wir ja noch? 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Und zwar Axel, Sigma, Sykes und Roxas. Und Sam, das natürlich. Ja, bevor ich mich dem stelle, werde ich wahrscheinlich bei irgendeinem Charakter hier Schutzengel farmen. Nur um sicher zu gehen. Und Vollblüte plus. Damit ich so schneller mein MP zurückbekomme. Ich glaube, ich habe das mal früher irgendwie nachgesehen. 8 Sekunden oder so dauert da dann nur noch. Das ist ganz schön wenig. Ich mal ausprobieren. So, ich glaube, der nächste wird dann Axel sein. Bei dem bin ich mir aber nicht sicher, wie ich das nochmal mache, aber ich glaube, bei dem Kampf bekommt man dauernd Schaden. Ich weiß nicht, wie man das umgeht. Ich glaube, man muss nur schnell wie möglich irgendwie Dings machen, ja, Reaktionskommando. Aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls werden wir es ja in der nächsten Folge sehen von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Weil euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer mal irgendwas schreiben in Form eines Kommentars, eines Abos. Ja, ihr könnt ein Abo schreiben und ein Like hinterlassen und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Also habe ich gerade schon gesagt, egal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.